Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem neuen OMSI 2 Video hier auf diesem Kanal. Heute mal mit der Karte Golchowo unterwegs hier auf der Linie. Aber 84 war das Ganze jetzt. Schauen wir uns das Ganze an vom Baki zum Galeria. Also zur Galeria fahren wir jetzt. Das Ganze heute mit einem Mercedes, den ich mir auf diesen russischen Seiten darunter geladen habe. Ja, auch hier nochmal als kleine Anmerkung, ihr findet keinen Download-Link unten in der Videobeschreibung, da ich sicher gehen will, dass ihr euch hier keinen Schmarrn runterladet, ja, so virustechnisch oder sowas, oder es dann nachher wieder heißt, wir haben es vom Bio, deswegen gibt es hier keinen Download-Link zum Bus, zur Karte schon, aber nicht zum Bus. Dementsprechend, wenn ihr den haben wollt, müsst ihr selbst danach googeln und dann bin ich raus aus der Sache, weil ja, ich habe euch ja vorher gewarnt gehabt und bin sicher gegangen, dass ihr keinen Link bei mir hier findet, dass ich den hier irgendwie, ne, versteht man alles. Nur zur Eigensicherheit ist das Ganze. Ist es heute der Mercedes-Benz OC500 LE. So nennt er sich das Ganze. Ihr seht schon, der hat eine relativ coole Front, finde ich. Ja, also das sieht schon ein bisschen sehr geil aus. Sonst von der Seite her, einer da auch ein bisschen stark an den O530. Ja, das ist aber eher so ein ja, Überlandbus, würde ich eher schon fast behaupten. Ne? Sehen wir uns das Ganze mal an. Der ist super eckig. Also das ist doch ein fiktiver Bus. Also der kann doch nicht real sein, oder? Also selbst habe ich ihn so noch nie gesehen. Ne? Werden wir auch gleich sehen, warum. Weil das Ganze halt auch wieder hier ein Bus ist, der nicht fertig ist. Ja, so sieht er halt vom Innenraum aus. Eigentlich hübsch gestaltet, Ganze, ne, bisschen hart mit Blender hier gearbeitet. Das Ganze halt dementsprechend ein bisschen unschön aussieht, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel die Sitztexturen hier so angucken. Ne. Die Stangen, die sind natürlich extrem krass verchromt, ja, genauso wie hier die Griffe. Ja. Aber sonst kann er sich doch relativ sehen lassen. Ne. Auch dieses Logo sagt mir leider hier überhaupt nichts da an der Tür. Ne. Und ja, sonst ist es auf jeden Fall das Modell, mit dem wir heute unterwegs sind. Das Witzige, also so an sich geht er noch, ja, also geht er vollkommen in Ordnung von außen, so von Fahrgastansicht. Aber wenn wir uns jetzt hier auf den Fahrerplatz hinsetzen, sieht das Ganze doch schon ein bisschen anders aus, denn das Ganze erinnert mich denn doch sehr stark denn so an den V-Bus-Simulator. Ja, den hatten wir ja schon vor Ewigkeit mal hier auf dem Kanal gehabt, da habe ich euch ja die ersten zwei Folgen gezeigt. Da sah das Ganze genauso aus, so, es fehlt halt einfach die Hälfte. Wir haben aber hier diesmal eine anständige Kasse drin, ne? Die wir jetzt hier auch benutzen können dementsprechend. Hier können wir das Ganze dann bestätigen. Hier oben, das sieht so ein bisschen aus wie das Hannover-Gerät, ja, ist aber irgendwie eigentlich genau das Gleiche. Ne? Du hast die Liniennummer, also Linie und Route. Das funktioniert leider schon wieder mal nicht richtig, da musst du wahrscheinlich wieder irgendwas anpassen. Aber über den Zielcodes funktioniert es dann ganz. Ja, mal ein bisschen Heizung noch anmachen, denn ihr seht ja, es hat geregnet draußen und ja, dementsprechend, bin mal gespannt. Golchowo ist eine Karte, die existiert schon eine Weile, hat relativ viele Umläufe und Routen, deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wo wir jetzt hier eine 84 finden, eine 84, dementsprechend gehen wir mal kurz mal so ein bisschen uns mal hier so die Karte hier anschauen, denn hier fahren nämlich eine ganze Menge Linien, hier ist 84, hier ist die 70, ah, guck mal, hier startet die 84, okay, da müssen wir also hin und dementsprechend dem Pfad folgen. Ich bin mal gespannt auf die Karte, fahrt sie irgendwie so heute 18 Minuten oder sowas dauert das Ganze, dementsprechend, ja, würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze hier mal an, das Desaster. Aber wie gesagt, den musste ich auch nochmal, weil ich den halt vom Cockpit her, also echt lächerlich finde. Aber so vom Aussehen außen sieht der extrem gut aus. So, jetzt müssen wir mal kurz hier Licht ein bisschen anmachen. So, Heizung läuft, Wischer an. Und dementsprechend, los geht's. Von Barki geht es direkt los hier. Auch hier muss ich sagen, ich habe die Linie leider vorher nicht angeguckt. Hoffen wir mal, dass einfach alles gut geht und nicht so ein Desaster passiert wie in der letzten Folge. Da hätten wir bestimmt locker 10 Minuten früher Schluss machen können, aber dadurch, dass ich mich natürlich verfahren habe,
ist das natürlich leider komplett in die Hose gegangen. 1, 2, 3. So. Und ja. Ja, sonst war es das tatsächlich erstmal so von Bussen, die ich so gefunden habe, die mich jetzt erstmal so brennend interessiert haben. Klar, es gibt halt noch haufenweise Lias-Busse und alles sowas, ne? Skoda war auch noch dabei gewesen. Da werde ich mal gucken, vielleicht können wir da irgendwie mal so eine Art Themenwoche nochmal machen, denn wenn die Zeit denn da ist, dass wir uns dann mal hier solche Busse auch mal anschauen. Und wie gesagt, die Karte Golchowo, die hat halt unglaublich viele Linien, sprich, da könnte man die Karte dementsprechend mal gut ausreizen, dementsprechend. Aber wie gesagt, vom Cockpit her richtig hässlich. Richtig, richtig hässlich. Ist ja schon Blitzer überall rum. Ja, lädt halt. Irgendwas hier mit der AIDIS oder sowas, keine Ahnung. Mag er schon wieder hier irgendwas nicht. Wir hoffen einfach mal, dass das durchgeht. Aber ey, der Wald, der sieht extremst gut aus, ja, mit diesen Bäumen und alles was. So, kommt da rein. Kaputtnick. Nee, Kaputtnicki. Ja. Du stehst hier vorne, weil... So, die nette Dame, die uns doch in der letzten Folge doch ihren Busen so gut präsentiert hat, oder? War es nicht die? Hier zeigt einfach nur ein Pfeil nach links. Und wir haben einen Ladehänger. Eieiei. Ach, da fährt eine Straßenbahn. Cool. Auch schön eigene Autos hier, scheinbar wer mitgeliefert oder sowas hier auf der Karte. Corona. Aha, interessant. Was fährt da? Ach man, jetzt kann ich nicht gucken, weil jetzt wird Ampel grün. Okay. Ja, ein paar Lexen drinnen. Läuft nicht optimal. Irgendwo, wie gesagt, ein Fehler drin hier in der Karte. Wahrscheinlich wieder mal in der AI-List. Man kann sich echt nicht vorstellen, was so eine defekte AI-List hier tatsächlich anrichten kann. So, ja gut, da kommt der Bus raus. Okay, da fahre ich hier auch. Ich werde jetzt nämlich fast der Straßenbahn hinterher gefahren hier. Das ist das ein Solaris, wa? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ja, jetzt stellen wir uns jetzt hier natürlich alle hier im Weg. War da eine Ampel zum Abbiegen? Das Straßenbahnlogo. Das sind hier teilweise extrem viele Schilder schon wieder. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht, weil du jetzt nämlich da stehst, sehe ich nämlich die Ampel nicht. Du stehst nämlich echt fies genau da, wo man zwischen Spiegel und der Säule, da gucke ich halt, ist immer so mein Punkt, ja, wo ich dann halt immer so mir die Ampel lege. Oh, der fährt nach Corona. Der Bus.
So, Türen auf. Ja, Straßenbahn ist hier die Linie 15. Selbst Englisch gesprochen. Ah, guck mal, hier haben wir die Kasse. Ach, wieder Mark hier. Passen doch gar nicht so viele rein hier im Bus, sehe ich gerade. Schauen wir doch mal. Ui. Ich mit Parkbuchten hier. Ist ja schon hübsch, war so mit der Straßenbahn hier. Und das ist auch das Modell, was du fahren kannst hier, ne? Cool, cool. So, 84 geht nach links. Die ist echt riesig hier. Ja? Also, überall siehst du Schilder mit irgendwelchen Pfeilen oder sowas. Da steht auch eine 84. Das ist aber wahrscheinlich nicht unsere 84, wa? Außerhalb der Stadt, sprich jetzt können wir hier ein bisschen Speed geben. Boah, Alter, hört ihr die Straßenlage hier? Da kommst du ja nicht so schnell mal runter. Erstmal hier ein ordentliches Tempo hier und Tag gelegt hast. Dann kannst du hier schon dastehen. Ah ja, das ist Kaputniki Hospital, ist das. Okay. Was sind wir denn jetzt hier? Das ist ein ziemlich nice Bild wäre wahrscheinlich. Fotosession. So, kommt da drin, könnt da rausgucken. War das Stein auch aus? Ein Ticket.
Oh, hinten ist nichts. Zumachen. Keiner, einer. Ja, also wie gesagt, das ist zum Beispiel so Content, den du nicht auf Seiten findest, wo man sich rumtreiben sollte. Wie gesagt, selbst habt ihr den Bus noch nie gesehen. Wow, war weit gekommen. Aber wie gesagt, verständlich. So bemerkenswert ist er jetzt natürlich auch nicht. Also wie gesagt, die Außenhülle und der ganze Fahrgastraum passt halt so vom Cockpit. Es ist leider wirklich unter, ja, naja, schon unterirdisch. Und geblitzt. Schön. Bis 30 scheinbar. Ne, 40 ist hier, ne? 40. Da muss man 40 halten. Boah, Alter. Bitte, wie warm ist es hier in dem Bus? Ja, schön ein Fenster aufmachen. Und immer nur Regen, 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 Regen. So, 84 geht's hier rum. Oh, jetzt ein bisschen. Ich glaube, man hat mich erhört. Mann, geh doch aus. Danke. Allerdings Verspätung, ja, summiert sich. Wir wollen ja nicht nach Bagi. So, was ist da jetzt? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Versuchen rauszufinden. So, da steht jetzt Galerie 84. Es kommt hinter der. So. Das Witzige ist, dass das auch hier mit der Karte überhaupt nicht funktioniert. So, 84 da lang. 84 da lang. Ich habe keine Ahnung. Aber hier steht ja auch, also hier leuchtet Galeria auf jeden Fall. Achso, da war es gar nicht unsere Haltestelle gerade. Das kann natürlich auch sein.
dass mir keiner eingestiegen ist. Genau, stellt mich jetzt hier, stellt euch einfach alle vorne vor die Tür, sodass ich gar nicht mehr auslinsen kann hier. Leider muss ich mich jetzt ein bisschen sputen. Ich wollte gerade ein bisschen loben, weil ich der Meinung gerade war, dass es ein bisschen besser lief. Aber jetzt ist das schon wieder doch relativ oft nach. Da geht's nach Baki, geradeaus geht's nach Galeria. So, Kollege mal schnell die Vorfahrt hier nehmen hier. Bei denen jetzt nicht die ganze Zeit da voll Nase haben. Normalerweise wären wir ja schon längst weg. Wenn wir uns jetzt gar nicht so in der Haare haben. Ja. Wenn man neu ist in einem Land. Jetzt auch noch mit. Sorry, Kollege. Ist aber schön gebaut, die Karte auf jeden Fall. Das muss man mal lassen. Also bei der Vegetation hat er sich richtig gut ausgetobt. Das sieht richtig realistisch aus halt, ne? Finde ich cool. Wundervoll. Hey, ja, jetzt steht er wieder.
Oh, die letzte Haltestelle, weißt du, du hast jetzt hier so einen Stress oder wie? Solarisbusse hier. So. Und jetzt bitte ich unsere Verspätung weiter. So, hier ist eine Ampel. Gar nicht gesehen. So, 84 jetzt hier rum, ne? Gucke nach links. Danke. Ja, bitteschön. In der Einfahrt hingestellt, ja, den Blitzer. Rin, tin, 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 wirklich. Och, komm. Ja, die guten alten Trabis, wirklich. Irgendwann hole ich mir auch einen. So als Stellhin-Fahrzeug, so. Also großes Stellhin-Fahrzeug, ne? Draußen vor der Tür so. Mal jeden Sonntag damit fahren oder sowas. Das wäre klasse. Also irgendwas mag die Karte hier überhaupt nicht. Ja, genau. So, ich glaube, wir sind da. Ist auf jeden Fall Galeria. Jetzt noch dahin fahren wahrscheinlich. Und dann haben wir die Tour beendet. Ja, das war also Golchowo.
Außer dass es, wie gesagt, scheinbar ein paar Performance-Probleme gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, werde da jetzt nochmal mein Tool drüber laufen lassen, ob mit der Karte an sich so alles in Ordnung ist, ob da jetzt irgendwelche Fahrzeuge eventuell fehlen. Denn kartentechnisch scheint es zu laufen. Ja, da gab es jetzt irgendwie keine Sachen, wie zum Beispiel, hat irgendwas nicht geladen oder so. Also der Verdacht irgendwie entweder auf KI-Busse oder den KI-Autos, dass da irgendwo ein Fehler drin steckt, dass das Ganze halt nicht perfekt läuft. Deswegen habt ihr heute mal so ein paar kurze stehende Bilder gesehen, was ja eigentlich von mir in letzter Zeit doch ein bisschen untypisch geworden ist. Zuletzt erst in München, aber in München kannst du nichts machen, weil es ein Payway-Addon ist. Joa. So, da haben wir es. Da sind wir jetzt angekommen. Handbremse rein. Und ja, das war auf jeden Fall eine weitere Fahrt hier in Omsi. Neue Karte, neuer Bus. Wie gesagt, an sich Außenmodell fetzt schon irgendwie, hat schon ein stylisches Bild. Aber so im Großen und Ganzen überzeugt er halt überhaupt nicht. Da fand ich den VW tatsächlich doch ein bisschen besser. Aber ich fand es mal witzig, einfach mal so ein bisschen reinzulinsen in neuere Fahrzeuge und Fahrzeuge, die es so bei uns ja nun mal nicht gibt. Ja, vielleicht auf unsere Webseiten oder sowas. Gerne, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten. Wie fandet ihr jetzt so die letzten beiden Busse, den VW und den Mercedes? Das ist schon gewöhnungsbedürftig, oder? Finde ich schon. Und was so die andere Frage angeht, wie wir das Ganze mal machen, dass wir uns vielleicht mal mehr angucken hier von der ganzen Region Golchowo. Da könnte man ja dann dementsprechend wirklich mal eine Themenwoche planen, ja, wo wir dann halt zum Beispiel auch die ganzen Lias-Fahrzeuge mal so ein bisschen zeigen. Also ganz natürlich nicht, aber ein paar Lias-Fahrzeuge, vielleicht auch mal ein bisschen Schrotter mit reinnehmen oder sowas. Mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge. Kommen Sie wieder. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.